Renate, du kennst, ich glaube, du warst in Gifhorn, ne? Ja. Zum VHK. Ja. Und jetzt bist du über eine Woche hier auf Lesbos, hast den VHK-Spezial erlebt. Du hast erlebt die Gemeinschaft, die Transformation erlebt. Welche Empfindungen hast du jetzt nach der Zeit, vielleicht, dass du hier sein durftest, dass du dir selber dieses Geschenk gemacht hast, dass du vielleicht auch Menschen kennenlernen durftest, die du vorher gar nicht so kanntest? Was geht in dir vor? Ja, also bei diesem VHK-Spezial hier in Lesbos ist für mich das ganz Spezielle die Gemeinschaft, die wir da gemeinsam aufgebaut haben, weil das sozusagen nicht in meinem Umfeld ist. Und das genieße ich sehr, dass man überall, wo man hinkommt, mit jedem gut reden kann, liebevoll aufgenommen wird, so wie man ist, so wie man sein darf, mit allem, was man so hier rauslässt und loslässt. Und ich habe es mir selber geschenkt, genau. Ich habe es sowohl zeitlich als auch finanziell mir geschenkt. Und ja, diese Energie dann hier zu spüren, einfach diese, ja, wirklich diese Gemeinschaft zu spüren, ist für mich einfach das schönste Geschenk an der ganzen Sache. Ja. Hat der Ort auch was gemacht? Ich kenne Griechenland gut und ich war mir von vornherein ganz sicher, dass das ein guter Ort sein wird. Ich bin voller Vertrauen nach Griechenland. Ich segel ja in Griechenland und ich war schon ganz jungen Jahren, meine erste Auslandsreise mit 12 Jahren war Griechenland. Und ich liebe das einfach, dieses Land. Was ich hier kennenlernen durfte, noch einmal, war schon die andere Art. Lesbos, so wie Steffi und Regina uns das gezeigt haben mit diesen magischen Orten. Und diese Kombination ist, finde ich, auch das unglaublich Wertvolle an diesem VHK-Spezial, weil einfach der Zeit und der Raum da ist, dass das auch in jede Zelle reinkommt. Du machst Vormittag deine Prozesse und hast dann Zeit, umgeben von liebevollen Menschen, und aber dann auch in Stille, in der Kirche oder beim Heilstein, das dann auch noch einmal gehen zu lassen, und um dann nachher wieder lustig bei einem Abendessen das Ganze auch wieder ins Leben zu führen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das, glaube ich, macht es wirklich spezial. Wenn du darüber sprechen magst, konntest du was loslassen? Wenn ja, vielleicht mal zu sagen, was und wie sich das jetzt anfühlt für dich. Ja. Ja, ich spreche sehr gern darüber. Ich hatte lange Herausforderung, ein altes Thema von der Kindheit mit meinem Bruder loszulassen, und wurde hier auch von der ganzen Gruppe extrem unterstützt, und Steffi hat ihr ganzes Coachsein an mir so richtig schön präsentieren dürfen, und jetzt fühlt es sich extrem leicht an. Ich habe das Gefühl, ich bin nochmal auf die Welt gekommen. Willkommen, eine Leichtigkeit in meinem Dasein ist einfach da. Mhm. Das teile ich sehr gerne. Ja. Was bedeutet denn Steffi für dich? Steffi ist mein Coach. Steffi habe ich mir ausgesucht, weil ich die Klarheit brauche. Ich habe viel in meinem Leben schon gelernt. Ich war auch Unternehmer, so wie sie. Ich bin noch Unternehmer, und darauf ist diese Klarheit, mit der sie das kombiniert, dieses Menschsein, im Herzsein, in der Liebe sein und trotzdem ihr Business zu machen, ihre Klarheit auch da zu haben, dass das einfach zusammengehört, dass Selbstwert auch Geldwert ist und dass das alles eines sich verbinden darf. Das habe ich ziemlich schnell gespürt, dass ich das so liebe an ihr. Es hat dann doch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich sie gebucht habe. Aber ich bin unendlich dankbar, weil ich wusste ja beim Buchen nicht einmal, was ich buche. Ich habe einfach Steffi gebucht.
Und es kamen ja nachher diese großen Geschenke des Teams, das war alles damals nicht klar. Und ich habe dann einfach nur mich beschenkt gefühlt von der ersten Sekunde an und sehe das heute noch. Und all das, die Prozesse, die ich die ersten 2 Monate gemacht habe, ist unbezahlbar. Mein inneres Kind kommt zur Ruhe. Ich bekomme aber auch, vor allem bekomme ich die Tools in die Hand, wo ich es auch alleine machen kann. Und das ist das, glaube ich, was Steffi auch gibt. Es ist ja nicht der Sinn. Sie will ja nicht, dass wir immer nur von ihr an ihrer Nabelschnur hängen. Und das spüre ich so. Und ich nutze diese Tools wirklich. Und wenn man das wirklich macht, was sie sagt, dann, also ich bin erst seit Mai da. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon mindestens 10 innere Kinder integriert und komme immer wirklich jede Woche mehr an bei mir. Und das ist unbezahlbar. Das ist Steffi. Pure Liebe, Klarheit. Ich bin unendlich dankbar, dass ich sie getroffen habe.